Sie sehen es hier hinter mir. Die beiden Leichname dürften sich noch vor Ort befinden. Es ist allerdings nicht gestattet, hier hineinzufilmen oder auch nur hineinzuschauen. Den ein oder anderen Gaffer hat es auch schon gegeben, der hier hinein filmen wollte mit dem Handy einfach. Also jetzt Leute, die nicht von der Presse sind, die wurden natürlich sofort des Platzes verwiesen. Wir von der Presse versuchen unser Möglichstes, aber das ist alles sehr stark und weit abgesperrt, auch mit sehr vielen Polizisten. Sie sehen es hier hinter mir.